Ja, hallo ATV-Gemeinde. Wie ich schon gesagt habe, heute machen wir bei der Oberland auf der Vorderachse neue CST-Dingos drauf. Und los geht's! So, als erstes machen wir jetzt die Luft raus von den Reifen und dann brauchen wir eine Unterlage, damit wir uns die Fangnetz kratzen. So, jetzt bauen wir um, jetzt brauchen wir eine Unterlage. Ich nehme mal die Decken her, damit wir uns die Fänge von unten an Lacknetz kratzen. So Leute, jetzt markieren wir uns als erstes den Ring zum Ventil. Ich nehme Fettkreiden her, die kann man danach wieder schön wegwischen. Das sind Stahlschrauben in Alu, die mit Schraubensicherung gesichert sind. Wir gehen jetzt da nicht mit dem Schlagschrauber oder mit irgendwas her, sondern wir machen jetzt wirklich jede Schraube mit der Hand eine Umdrehung locker und dann können wir es mit dem Schrauber rausdrehen, damit da sicher nichts passiert. Da braucht es eine 10er Nuss. Oh oh. Oh oh. Ganz vorsichtig, da merkst du, die geht. Oh oh. Jetzt kommt's. Huh. Und deswegen vorsichtig sei mit Stahl und Alu. Huh?
dann geht der Ring runter. Ja, und damit liegt der Reifen herum schon frei. Jetzt schauen wir, dass man da vom Horn bringen. Okay. Da brauchen wir ein Werkzeug. Tja Leute, und jetzt ist genau das passiert, was wir alle befürchtet haben. Der Reifen löst sich nicht vom Felgenhorn. Darum meine Empfehlung, macht den Scheiß nicht zu Hause. Das haut nicht hin, es sei denn, ihr habt eine Montiermaschine daheim. Das mit dem Anziehen, das erkläre ich euch jetzt dann noch. Wir packen jetzt erst einmal schnell die Reifen ein und fahren in die Werkstatt zum Ummontieren. Und wie man die Ringe dann festzieht und wie das dann funktioniert, das zeige ich euch dann wieder. So, wir haben uns jetzt doch beholfen mit einer vernünftigen Montiermaschine und gewucht haben wir es auch gleich. Die Overland-Fahrer kennen das Heftel und auf Seite 10 und 11 ist dann erklärt, wie die Bedlock-Ringe festgezogen werden und mit welchem Drehmoment. Das sind 3 Runden. Das ist ganz wichtig zum Einhalten. Und dann kann man die auch vernünftig wuchten. Wie viel Gewicht haben wir gebraucht? 100 umeinander. Also ungefähr 100 Gramm, was für die Reifen eigentlich kein Problem ist. So, an die Maschine und dann war es das. Vielleicht helft ja das Video dem einen oder anderen. Wir werden es auf alle Fälle daheim nicht mehr probieren, es sei denn, wir bauen uns in der Zwischenzeit eine Montiermaschine.